Servus und willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal zum ersten Übungsvideo. Wir schauen uns gleich die paar Beispiele an, die ich euch im letzten Video zu den Gleichungen eingeblendet habe. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Dann legen wir auch schon los mit dem ersten Beispiel. X plus 3 ist gleich 7. Wir wollen zuerst natürlich das x auf der linken Seite allein stehen haben, deshalb wollen wir, dass das plus 3 wegfällt. Deshalb machen wir minus 3. X plus 3 minus 3 auf der linken Seite ist gleich 7 minus 3. 3 minus 3 auf der linken Seite fällt weg, deswegen haben wir ja minus 3 gerechnet. Und 7 minus 3 ergibt 4, also x ist gleich 4, unsere Lösung. Nächstes Beispiel. Im nächsten Beispiel werde ich jetzt ein bisschen mehr Zwischenschritte weglassen, weil es eh gleich funktioniert wie die anderen Gleichungen zuvor auch schon. Wir rechnen plus 14, dann fällt auf der linken Seite die minus 14 weg. Unser x steht jetzt also auf der linken Seite alleine, genau das, was wir erreichen wollten. Und dann haben wir 27 plus 14 auf der rechten Seite. Das heißt, x ist gleich 27 plus 14 sind 41. Jetzt kommen die ein bisschen anspruchsvolleren Beispiele. 2x plus 6 ist gleich 18, die aber wahrscheinlich auch kein Problem für euch sind. Zuerst haben wir gesagt, im letzten Video rechnen wir immer Plus und Minus. Das heißt, wir machen jetzt mal minus 6, um die plus 6 auf der linken Seite wegfallen zu lassen. Dann haben wir auf der linken Seite nur noch 2x, ist gleich, auf der rechten Seite bleiben dann 12 übrig, weil 18 minus 6 sind 12. Wir dividieren durch 2, um das x allein stehen zu haben auf der linken Seite. Dann haben wir x ist gleich 6 in der nächsten Zeile und das ist auch schon die Lösung. 4x minus 27 ist gleich 17. Wir gehen wieder gleich vor. Zuerst plus 27 rechnen, um diese minus 27 auf der linken Seite wegzubringen. Wir wollen ja am Ende nur x ist gleich stehen haben. Deswegen müssen die minus 27 weg. Das erreiche ich durch plus 27. Das heißt, ich habe auf der linken Seite 4x stehen. Die minus 27 fallen ja wie gesagt weg. Jetzt rechne ich 17 plus 27, das sind 44. Um jetzt nur das x alleine stehen zu haben auf der linken Seite, dividiere ich noch durch 4. Dann erhalte ich x ist gleich, 44 durch 4 sind 11, was auch wieder mit der Lösung übereinstimmt. 2x plus 14 plus 3x ist gleich 39. Was man da beachten muss, bevor man irgendwas umformt, falls ihr auf einer Seite oder auf beiden Seiten irgendwas vereinfachen könnt, das heißt, ihr könnt noch irgendwas zusammenrechnen, irgendwas kürzen, irgendwas ausrechnen etc., dann macht es das unbedingt. Sonst macht sie euch nur mehr Arbeit und das wollen wir ja nicht. Deswegen, bevor ich jetzt irgendwas umforme, rechne ich zuerst 2x plus 3x zusammen. Die haben ja beide ein x, das heißt, ich kann sie zusammenrechnen. Und 2 plus 3, das ergibt natürlich 5x. Die 14, die plus 14 bleiben stehen, mit denen haben wir nichts gemacht, genauso wie mit den 39 auf der rechten Seite. Jetzt haben wir eine Gleichung, so wie wir sie vorher schon hatten. Da rechnen wir einfach nur minus 14, das heißt wir haben 5x ist gleich 39 minus 14 sind 25 und um jetzt das x alleine noch zu erhalten, dividieren wir durch 5, dann bekommen wir die Lösung x ist gleich 5, weil 25 durch 5 ergibt natürlich 5. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Beispiel. Bei diesem Beispiel will ich euch doch noch zeigen, dass es auch mit der zweiten Variante aus dem letzten Video geht, nämlich nachdem wir x plus 3x, was natürlich 4x ergibt, zusammengerechnet haben, könnten wir ja auch auf beiden Seiten, bevor wir plus 55 rechnen, durch 4 dividieren. Ich nenne das mal einfach Variante 2, weil wir das im letzten Video schon so genannt haben. Davon rate ich euch auf jeden Fall ab, aber nur, dass ihr seht, es funktioniert auch so. Man kann es auch so machen, macht es aber trotzdem nicht. 4x minus 55
ist gleich 13. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, warum man das nicht machen sollte. Wir dividieren jetzt zuerst durch 4 und das bezieht sich ja immer auf die komplette linke Seite bzw. die komplette rechte Seite. Das heißt, wir haben jetzt 4x minus 55 dividiert durch 4 und zwar die ganze linke Seite ist gleich 13 Viertel. Um jetzt weiterrechnen zu können, muss ich erst die linke Seite aufteilen. Das heißt, ich muss den Bruch, die Viertel aufteilen. Dann habe ich 4x Viertel minus 55 Viertel ist gleich 13 Viertel. Die 4 Viertel auf der linken Seite mit dem x kürzen sich natürlich und es bleibt nur noch das x übrig. Und dann habe ich 55 Viertel ist gleich 13 Viertel. Also wenn ihr noch nicht bruchrechnen könnt, lasst auf jeden Fall die Finger davon. Und auch wenn ihr bruchrechnen könnt, besser ist es immer zuerst Plus und Minus rechnen und erst am Ende dividieren und multiplizieren. Genau, da haben sich die Viertel gekürzt. Jetzt ist die Gleichung nicht mehr so schwer. Jetzt addieren wir die 55 Viertel, um die minus 55 Viertel auf der linken Seite wegfallen zu lassen. Dann steht da x ist gleich 13 Viertel plus 55 Viertel ergibt dann 68 Viertel. Jetzt habe ich mich verschrieben. Sehr gut. 13 Viertel plus 55 Viertel ergibt, wie gesagt, schon 68 Viertel. Und 4 mal 10 sind 40, da fehlen noch 28 auf 68 und 28 durch 4 sind 7, das heißt 10 plus 7 sind 17, also sind 68 Viertel gleich 17. Das ist ja genau unsere Lösung, die wir haben wollten. Jetzt noch der Vollständigkeit halber Variante 1, die ich euch auf jeden Fall ans Herz lege. Ich kann es nicht oft genug betonen, es ist viel einfacher und es geht viel schneller, man macht viel weniger Fehler. Also unbedingt zuerst 55 addieren, dann erhalten wir 4x ist gleich 13 plus 55 sind 68 und erst jetzt dividiere ich durch 4, um x ist gleich 17 zu erhalten. Das war's auch schon. So schnell kann man 6 Gleichungen lösen. Und das war's auch schon wieder mit diesem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und